Yo, Leute, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir Wi-Fi Battle. Heute gegen den Pentanite, den wird mit Sicherheit auch der ein oder andere von euch kennen, vielleicht aus der zweiten Liga GPA zum Beispiel. Und heute kommentiere ich mal zur Abwechslung nicht alleine. Nein, ich habe mir natürlich direkt wieder einen coolen, knuckligen, was knucklig für ein Wort, knucklig, wow. Coolen Co-Moderator eingeladen. So, den. Raikani, miau. Hallo. Knucklig, was ist, what the ja, fuck? Knucklig, ne? egal. Das kommt dabei raus, wenn ich einmal versuche, eine kreative Einleitung zu performen. Sollte ich lassen. Wie dem auch sei. Wie gesagt, der Gio ist heute dabei. Und ja, wie gesagt, wir spielen heute gegen den Paul. Und man sieht es, wir spielen heute eine Runde Underused. War ein relativ spontanes Match mit relativ spontanen Teams. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal so ganz kurz durch die Teams durch. Bitte verzeiht mir, falls ich zwischendurch immer noch mal ein bisschen husten sollte. Aber das seid ihr seit den letzten Wochen schon von mir gewohnt, nicht wahr? Ganz genau. So, die Teams. Ich bringe mit ein Mega-Bibor, ein Kobalium, ein Porygon 2, Rotom-Kart, Geiger, Scorglice auf Deutsch und Impergator. Und Gio, möchtest du mal Pauls Team introducen? Sehr, sehr gerne. Auf Pauls Seite sehen wir ein Rotom-Heat, ein Impoleon, ein Roserade, ein Brutalander, ein Mega-Bibor und ein Lucario. Du weißt gar nicht, ob es Mega-Bibor ist. Oh mein Gott. Wahrscheinlich Mega-Sediments, easy. Im Juju. Ja, easy. Das wird sein. ja, was kann man sagen? Ich finde Pauls Team sehr, sehr cool, muss ich sagen, für ein Juju-Team. Hat auf jeden Fall nicht diesen Standard-Core, den man immer sieht. Zum Beispiel Florges und Forsaken oder Suicune, halt solche Sachen. Finde ich immer ganz schön, wenn man mal Juju spielt und diese Sachen nicht sieht. Und ja, was kann man noch so sagen? Auf Pauls Seite Rotom Heat. Sehr, 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 sehr starkes Poko, meiner Meinung nach, im Juju, weil du es einfach so unfassbar variabel spielen kannst. I agree completely. Also defensiv, offensiv, Specs, Scarf, kannst alles mit dem Ding machen. Impoleon dann als Defogger muss in sein Team, einfach weil man drei Tarnsteinschwächen da sieht mit Rotom Heat, Brutalander und Bibor. Also muss, ja. Man sieht dafür dann auch, wenn der Tarnsteine spielt, dann auch, wird auch nur Impoleon über diese verfügen. Roserade ist ein sehr interessantes Set, muss ich sagen. Ich war sehr erstaunt von diesem Roserade, sagen wir es mal so. Das werdet ihr aber dann gleich noch erfahren. Doch, das war ziemlich cool, muss ich wirklich sagen. Ja. Sonst sieht man Roserade ja entweder als Live-Orb, Entry-Ersatz-Setter oder halt defensiv, kann man sich aussuchen. Und ja, Brutalander, Dragon Dance, Scarf. Also man muss bei seinem Team sagen, ich weiß halt nicht genau, wie seine Pokémon gespielt werden. Die können alle verdammt variabel sein. Das Einzige, wo man sicher weiß, wie es gespielt wird, ist Bibor. Halt einfach physisch offensiv, straight, ja. Und dann spammt er sowieso immer nur U-Turn. Ach ja, das gute alte Bibor. Und Lucario, ja, weiß man noch nicht. Kann auch physisch offensiv oder speziell offensiv sein. Wird man dann hinterher im Kampf herausfinden. Und bei mir, ja, Mega-Bibor. Wie gesagt, U-Turn-Spam. Mehr macht das Ding eigentlich nicht. Kobalium ist hier ein Schwertanz-Set. Porygon 2, genauso wie Scorglat, tatsächlich beide physisch defensiv. Liegt einfach daran, dass ich mit Porygon 2 ganz gerne was gegen Brutalander zur Hand hätte. Und man hat da mit dem Evoliten sowieso noch den speziellen Bulk, von daher, ja, dachte ich mir, ich probiere das einfach mal aus. Und ja, Rotom Cut, Scarfed hier in diesem Fall, ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr cooles Pokémon, auch im Juju. Und natürlich an letzter Stelle noch Impergator, oder wie man es auch gerne nennt, SD and Win. Weil das ist nämlich genau das, was Impergator macht. Sehr, sehr schön. Es macht Schwertanz und Sweep. Ja, soviel zu den Teams. Gio, möchtest du noch was zu den Teams sagen? Du hast Rotom Cut dabei, das finde ich mega cool. Ich bin ein riesengroßer Fan davon. Oh ja, guck mal, wie es grinst. Ja. Ich bin gespannt, was Paul spielen wird, weil der Gute, der spielt ja gerne mal auf so ziemlich jedem zweiten Pokémon Donnerwelle. Ja, das stimmt. Das habe ich mir auch schon sagen lassen. Und wir sehen Rotom Heat, das kann eben diese Attacke. Naja, mal schauen. Leute, aber ich denke, das war es dann soweit von der Team Preview. Fangen wir an mit dem Kampf. Viel Spaß. So, Paul will mit dir kämpfen. Ach ja, ihr seht es heute mal wieder nicht in Capture-Card-Qualität, sondern ja, wieder mit Kamera. Tim Kamera kann sich keine Capture-Card leisten. Es tut mir leid. Naja, ist halt so.
Easy. Ich lead hier mit Bibo, er leadet mit Rotom Heat. Ich gehe jetzt hier natürlich erstmal in die Mega-Form. Ist eine ganz gute Situation, um direkt die Mega-Entwicklung hier rauszuholen. Und ich wollte erstmal scouten, was dieses Rotom macht. Ob es halt Scarfed ist, Specs, was auch immer, oder defensiv. Voltwechsel verrät mir da leider nicht so viel drüber. Oh, natürlich gehe ich hier in Little Steve und okay. Er geht hier aufs Irrlicht. Hat er schön gemacht, ja. War ein sehr schöner Predict auf jeden Fall von seiner Seite. Und naja, das offenbart mir natürlich, dass es sich hier um ein defensives Rotom handelt. Immerhin das. Und König er holt hier König DDD rein. Oh, sehr, sehr cooler Name. Ja. Oh ja. So, dachte ich mir, okay, Skogler, du machst keinen Damage mehr, weil du verbrannt bist. Aber sollst du ja auch nicht. Du sollst wallen und vor allem sollst du Tarnsteine rauslegen. Aber tatsächlich habe ich hier das falsche Skogler mitgenommen. Oh. Ich habe ja zwei. Wen wundert's? Das ist nämlich das ohne Auflockern. Oh, okay. Das heißt, ich habe keine Entry Hazard Removal auf meiner Seite. Hm. Oh mein Gott, der Name! Ich liebe dich. Oh ja, oder? Oder Miau! Das ist echt hands down bester Name. Ich bekomme ja auch durch das Siedewasser nicht den Burn, was ich sehr, sehr gut finde. Kann Voltwechsel raushauen, aber Empoleon denkt sich so, meine Spätzle ist zu hoch für dich, hau ab. Damn straight. Schade. Ja. Und ich gehe zurück in Digimon. Und er geht auf den Karnstein. Und das freut mich natürlich gar nicht, denn wie gesagt, falsches Gorgler. Ich habe keinen Auflockern dabei. Wenn ich mich nicht irre. Besser, weil Tarnsteine besser als Siedemaster, glaube ich sogar, weil halt, ne, eventuell der Burn und dann. Ja, klar. U-Turn macht tatsächlich trotz Resistance nochmal echt guten Schaden auf Empoleon. Aber ist halt eher speziell defensiv und Giga B-Boy mit Anpassung ist halt ein Monster. Oh, ja. Und da kommt der Brüller. Ja, ich bin überrascht gewesen. Holy shit. Aber naja, das Glück ist hier in dieser Situation mit mir und ich bekomme so ziemlich das beste Matchup, das ich hätte erwischen können. Und zwar Cobalion, das einfach gleich mit Nahkampf das Ding zerstören würde, wenn er nicht rausswitcht. Und der switcht auch nicht raus. Und ich kann das Empoleon hier rausnehmen. Ja gut, das ist ein Vorteil für beide Seiten, ne? Ja klar, ich bekomme halt die Drops und er verliert seinen Defogger. Und was mich allerdings sehr, sehr freut, genau, die Steine sind noch auf seiner Seite. Hallöchen Percival, kriegst erstmal 25% Schaden. Sehr gut. Mir ist während des Kampfes aufgefallen, ich habe hier gerade mehrmals U-Turn und so auf Empoleon eingesetzt, dass Paul relativ wenig switcht. Das muss ich mir merken. Mhm. Und natürlich kommt jetzt auch sein Mega-Bibor. Ach ja, es ist wie, so cool. Wie findest du Mega-Bibor? Es ist einfach nur fantastisch. Also ich liebe es am meisten in Shiny, weil ich das Grün einfach nur feier. Mhm. Aber auch vom Kompetitiven her richtig, richtig tolles Pokémon. Also, da catch einfach nur rein. Ich liebe es. Ich feiere es auch vom Design ziemlich krass. Damals auch, als es geleakt wurde. Ich finde es ultra cool. Eins meiner liebsten Oras-Megas, muss ich wirklich sagen. Absolut. Und, das ist echt geil. Ja. Ja, oh, hier war ich ein bisschen Brain-AFK. Bin nochmal auf Tarnsteine gegangen, weil ich gedacht habe, warte, Empoleon war doch da. Es hat doch bestimmt Defog eingesetzt. Haha. Nein. Hat es nicht. Wie der aufmerksame Zuschauer vielleicht gemerkt hat. So, und der Switch hier raus in Hermos. Sehr, sehr geiler Name übrigens. Jetzt für alle, die mit Yu-Gi-Oh! Vertraut sind. Und ich dachte mir, okay, komm, ich rooste mich einfach nochmal. Entweder geht auf Hitzekoller und killt mich, oder er lässt es. In diesem Fall hat er es gelassen. Und dann bin ich nochmal hier halbwegs voll. Genau, ja, gegen Salamence. Das Ding ist halt, meine einzigen Angriffsmoves sind Erdbeben und Kehrtwinde. Oh, na gut. Also, dann kann ich halt gegen Brutalander nicht viel machen. Und hier sehen wir vom Brutalander einen Wunschtraum. Ja, okay. Ja, das Brutalander kenne ich mal eben. Oh boy. Mhm. Ein defensives Brutalander. Kann man auch machen. Fühle ich mich tatsächlich sogar sicherer gegen, als gegen Dragon Dance oder Choice Scarf. Weil, wo so ein Outrage vom Brutalander landet, da wächst kein Gras mehr. Ja gut, das stimmt allerdings. Oh, dann gehe ich natürlich jetzt gegen Crunch und... Crunch verfügt, wie der ein oder andere weiß, natürlich über den Eisheap. Und er geht sogar hier auf die Drachenklaue. Oh. Bleibt drin, mutig. Und geht auf Kaskade. Oh, hat er weil also, ich weiß. Eben den Switch predict habe. Aber ich habe ja gerade gesagt, wir müssen uns merken, Paul switcht wirklich relativ wenig. Und natürlich, jetzt kommt hier der Wunschtraum und der ist wieder voll. Und er bleibt immer noch drin und geht auf Eisenschweif. Und ich muss wirklich sagen, Eisenschweif habe ich nicht verstanden, weil es hätte gegen keins meiner Pokémon wirklich Sinn gemacht. Mhm. Vielleicht war es auch ein Missklick, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich hier mit dem Ice Leap das Brutalander rausnehmen, was ich schon mal sehr, sehr gut finde. Oh ja. Und er switcht hier natürlich jetzt in Roserade, in Shiny. Sehr, sehr wunderschön. Hübsch. Oh ja, auch ein so tolles Pokémon, wie ich finde. Oh ja. Jetzt muss ich natürlich erstmal gucken,
Was macht dieses Roserade? Ich switche in Cobalion, weil ich beiden Steps nicht ganz gut resiste und das Ding hat einfach den Bulk, ja. Und er geht auf Spukball. Okay. Das hat mich in der Tat überrascht. Und ich bekomme natürlich noch den Spätstep-Drop. Natürlich. Muss noch. Sein. Natürlich. Na gut, ich habe die Überreste. Jetzt die Frage, bringt mir das was? Okay, er muss natürlich rausswitchen, weil er weiß, Cobalion ist wahrscheinlich schneller. Oma und Hilde. Geht in Oma Hilde. Ach, großartiger Name, wirklich. Oder? Finde ich auch. Eisenschädel kommt, ist natürlich jetzt hier vierfach resistet, macht dementsprechend so, so gar keinen Schaden. Und er trägt den Beulenhelm. Und den Beulenhelm, okay, das war schön. Das fand ich nicht so cool, muss ich wirklich gestehen. Ja, gut. Allerdings habe ich ja noch die Steinkante im Set. Okay. Bam! Get wrecked, Rotom. Uiuiuiui, das war ein Rotom. Ich war wirklich sehr froh, dass ich das Ding hier losgeworden bin, weil Rotom war tatsächlich gar nicht mal so ungefährlich gegen mein Team, muss ich sagen. Okay, gut, ich hätte mit einer Kaskade, mit einer Wasserdüse von... Bitte was? Das ist ziemlich viel physische Offensive, da kannst du ein Rotom mit, mit dem Mistfall ziemlich gut Druck aufbauen. Ja, klar. Ja, und ich weiß halt nicht, bei einem physisch-defensiven Set, ob da mein Impergator direkt hätte killen können, das ist halt, ne? Mhm. Weiß ich gerade nicht. Ich habe auch nicht gekalkt während des Kampfes, von daher. Naja, auf jeden Fall kann ich jetzt das große Rad bei den Cobalion rausnehmen und... Ich weiß nicht, hast du gerade aufgepasst? Ja. Das Ding also, war schneller. Genau. Also ist es wahrscheinlich, naja, möglich gescarft. Eventuell ist dieses große Rad gescarft, was ich sehr, sehr interessant finde. Choice gab große Rad mit Spukball. Persefani. Perse, der Name, ne? Großartig. Schöne Grüße an Parsi. Ich gehe jetzt erstmal auf die Blätter, dachte mir, ey... Ich denke schon, dass er raus... Er muss rausswitchen, kann ich ruhig auf die Geblätte gehen. Oh. Ja. Persefani interessiert das jetzt nicht wirklich. Und gehe in mein Gleis... Wie heißt es denn? Gleiger heißt es, ne? So. Ja, Gleisscore hieß die... Oh, hat er schön gemacht. Weiterentwicklung, so. Ja, und Ice Thief, gut predicted. Crit, never mind, hat nicht gemeldet. Und Skorgler verabschiedet sich natürlich. Und wir sehen hier den Live-Up auf dem Lucario. Gefährlich. Definitiv gefährlich. Ich gehe jetzt in den Impergator und dachte mir, ja, Impergator, du musst jetzt in Turbo-Tempo tanken und dann, ja, das Ding halt killen. Oh boy. Jetzt habe ich verloren. Aber ich überlebe mit 7 KP. Das KP-Investment bei diesem Impergator hat sich gelohnt und, ja, Wasserdüse kommt. Reicht allerdings nicht ganz. Oh nein, oh Gott. Wasserdüse war in diesem Fall auch echt kein guter Zug von mir, weil es war klar, dass er auf Turbo-Tempo gehen muss. Deswegen hätte ich eigentlich auf Kaskade gehen müssen, aber... Das stimmt eigentlich auch. Naja, nun muss ich einfach hoffen, dass Rotom hier noch den Turbo-Tempo überlebt. Durch seinen natürlich guten Bulk. Und? Oh. Das tut es. Nice. Und das Lucario wird durch den Volt-Switch besiegt. Sehr, sehr schön. Das war gefährlich, muss man wirklich sagen. Aber holy shit, das ist richtig spannend, doch. Ja, ich fand den Kampf, also dafür, dass es einfach so ein spontaner Fun-Kampf war, ist der richtig, richtig spannend geworden. Ich gehe jetzt hier in Porygon 2, ich weiß gar nicht, was habe ich noch? Porygon 2, Rotom und Beowulf müsste ich noch haben. Ja, müsste es sein, ja. Und Windows 7 und auch ein guter Name übrigens. Also. Dankeschön. Und er holt natürlich wieder Beowulf rein. Ja. Und ich kopiere erstmal die Anpassung, was ich auch sehr interessant fand. Macht Skiblätter halt doppelten Schaden. Er geht auf Abschlag und ja, man sieht hier, physisch defensiv. Tankt es einfach weg. Jetzt kommen die Skiblätte mit dem doppelten Spezialangriff. Dann ist Rasur. Beziehungsweise mit dem Boost quasi. Und damit ist das Beowulf weg. Finde ich gut. Und damit dürfte sein letztes Pokémon jetzt Roserade sein. Ich habe leider keine Evoliten mehr und ich bin halt physisch defensiv. Und das Ding, haben wir gesehen, scheint Scarf zu sein. Ja, Mach Bombe killt mich erstmal, weil es ein Crit war. Oh boy. Ich glaube sogar, dass er gemeddert hat. Auch ohne Evolit hat Porygon zwar echt einen guten Bulk. Oh ja, nicht so ja, gut. Ist jetzt gefährlich. Jetzt muss ich gucken. Ich hole jetzt Rotom rein, weil ich bin halt auch Scarfed, outspeede Roserade. Und muss halt jetzt hier den Damage erstmal drücken, ne? Damit Beowulf das Ding auf jeden Fall gleich besiegen kann. Zack. So, Matchbomb kommt. Ja, Rotom verabschiedet sich. Und wir haben gesehen, dieses Roserade muss mäßig sein, wenn es gescarft ist, weil sonst hätte mein Rotom es nämlich nicht outspeedet. So, da ist Beowulf. Jetzt muss der Gift-Hieb reichen. Oh boy. Und ich outspeede, was mich schon mal sehr freut. Und ich kann Roserade rausnehmen. Mit Beowulf, meinem letzten Pokémon. Junge, das war der Kampf gegen Paul. Sehr, sehr spannend, ja. Leute. Oh ja, ich fand den Kampf sehr, sehr cool. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Paul, für diesen spannenden Kampf. Das Scarfed Roserade, ja. Großartig. Es hat mich sehr überrascht. Aber freut mich, wenn man halt mal so andere Sets sieht. Und auch ansonsten, also das defensive Butalanda sieht man relativ selten. Das sind solche Sachen. Ich finde das ziemlich cool.
Und ja. Ansonsten natürlich hier Rotom Miau habe ich natürlich nur an Giro beigedacht. Oh, du bist so süß. Ich liebe dich. Ja, Gio, möchtest du noch irgendwie abschließend was zum Kampf sagen? Sehr, sehr schöner Kampf. Also auf beiden Seiten echt einige ziemlich coole Moves gewesen. Und naja, Paul halt wieder mit seinen Style-Moves da hier, ne? Butalanda mit Wish. Ich find's einfach nur großartig. Aber Paul ist da echt Verlass. Er hat nicht einmal Donnerwelle eingesetzt. Ja, siehst du mal, Menschen können sich verbessern. Das ist so schön. Ich glaube, Paul ist kaputt. Ja, ihr müsst halt wissen, ich hatte mit Paul auch mal einen Kampf gehabt und dagegen 101 Runden. Weil er so viel Para gespammt hat, deswegen bin ich da immer so ein bisschen nervös. Aber war ein ziemlich toller Kampf, Leute, eindeutig. Ja, ich hatte auch sehr viel Spaß bei dem Kampf. Wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank, Paul, dafür. Und ja, Leute, das war's mit dem heutigen Oras Wi-Fi Battle. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so sein sollte, könnt ihr das Video gerne bewerten, wenn ihr Lust habt. Und vergesst nicht, beim lieben Gio vorbeizuschauen. Ja. Link zu seinem Kanal unten in der Videobeschreibung. Unbedingt mal auschecken, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Beep. Ja, ansonsten hast du noch zum Abschluss irgendwas zu sagen, Gio? Hunde haben längere Zungen als Menschen. Das ist die Weisheit des Tages und das Wort zum Sonntag. Und ja, sehr gut. Das ja, ich hätte es nicht besser sagen können, Leute, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut raus. Ciao. Ja.